Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es einen richtig coolen Action-Haul geben, meine Lieben, denn ich habe richtig tolle Sachen vor allen Dingen auch für den Sommer mitgenommen. Wenn ihr sehen möchtet, was alles im Einkaufswagen gelandet ist, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch gern einmal hier unten. Das ist für euch kostenlos und aktiviert gern die Glocke, like gern dieses Video, damit unterstützt ihr mich richtig. Und ihr könnt natürlich dadurch auch mit mir zusammen unseren Kanal hier vergrößern. Deshalb freue ich mich darüber und starte jetzt auch direkt mit meinem Haul. Meine Lieben, ohne lang zu quatschen, möchte ich auch direkt starten. Ich habe richtig süße und tolle Sachen mitgenommen. Ich würde da gerne starten mit ein paar Sachen aus dem Bereich Haushalt, Deko und dergleichen. Zum einen ein zum Wetter passendes Teil. Ihr seht das, ich habe versucht, mich heute mal richtig schön zu schminken, aber bei dem Wetter ist das einfach wirklich nicht sehr sinnvoll. Aber ich hatte da richtig Lust zu, heute mal ein bisschen mehr aufzulegen, weil in den letzten Tagen, vor allem durch die Allergie, ich mich nicht so viel schminken konnte. Auf jeden Fall zeige ich euch direkt das erste Teil nochmal von neuem. Ja, das erste Teil, meine Lieben, ohne lang zu quatschen, möchte ich auch direkt starten. Ich habe einige tolle Sachen mitgenommen und gerade auch, wenn ihr aktuell das Video schauen solltet, könnt ihr vielleicht noch ein paar der Sachen ergattern. Es ist auch so, dass ihr natürlich richtig coole Sachen für den Haushalt und Garten bekommt beim Action. Da habe ich etwas mitgenommen. Wir haben vor längerer Zeit immer mal wieder einen großen Pool aufgestellt, aber ich musste euch direkt sagen, meine Kinder nutzen den kaum noch und für mich alleine ist das wirklich einfach viel zu viel Arbeit, den aufzubauen und dann zu reinigen, sauber zu halten. Deswegen haben wir jetzt für einen kleinen für einen Besuch, den wir bekommen haben, einen Pool mitgenommen, damit das Kind sich ein bisschen abkühlen kann. Und also wenn ihr auf der Suche seid nach einem kleinen Planschbecken, Pool, sowas findet ihr da super, aber auch ein bisschen größere haben die beim Action. Und wirklich für einen super Preis. Und zwar haben wir einmal von der Marke Intex, das ist ja wirklich so eine Marke, die auch so Luftmatratzen und sowas anbieten, gab es da übrigens auch. Falls ihr noch einen Urlaub fahrt, zum Beispiel für den Urlaub noch Sachen sucht, könnt ihr da auf jeden Fall mal schauen. Wir haben da einmal diesen Pool mitgenommen, oder dieses Planschbecken. Hat einen Durchmesser von 1,68 Meter. Also ist gar nicht so klein. Es hat nur 9,95 Euro gekostet. Das ist schon aufgebaut, das ist schon gefüllt. Und wie gesagt, die haben da verschiedene Größen gehabt. Die haben sogar, glaube ich, einen Hundepool gehabt. Richtig cool, gerade für die warmen Sommertage, ob ihr was für euren Garten sucht, für den Balkon sucht, für den Urlaub sucht, da findet ihr auf jeden Fall gerade beim Action richtig coole Sachen. Deswegen ist das das Erste, was mitgekommen ist. Und dann gucke ich natürlich auch super gerne meine Kolleginnen hier auf YouTube und die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina. Viele von euch werden sie kennen, denn sie ist natürlich auch, was die Action-Hauls angeht, echt eine Königin. Sie zeigt immer die besten, coolsten Sachen und natürlich schaue ich ihre Hauls auch super gerne und habe mich da auch wieder ein bisschen anfixen lassen, wie ihr bestimmt auch. Ich habe bei mir in meinem, ihr seht ja, das ist hier mein YouTube-Zimmer, aber es ist auch gleichzeitig quasi so wie mein Fashion-Room. Das heißt, ich habe hier meine Kleidungsstücke auch aufbewahrt und habe auch hier meinen großen Kleiderschrank. Habe mich bewusst gegen einen Packschrank entschieden, weil das von in der Wand hinten so Stellen, wo das angepasst werden musste. Und deswegen musste ich einen Schrank mir separat anfertigen lassen. Und ich möchte auch nicht einen kompletten Raum nur mit Schränken haben, weil dann werden die Schränke noch voller. Aber was ich halt super gerne mache, ist, meinen Schrank natürlich auch ordentlich quasi organisieren. Und da hat sie einen sehr coolen Tipp. Und da habe ich mich natürlich auch sehr gerne von ihr inspirieren lassen und habe mir diese Kurva-Boxen mitgenommen. Ich zeige euch die mal. Ich muss mal eben einmal abtauchen. Dafür möchte ich nämlich das Video jetzt nicht schneiden. Ich habe noch was anderes drin, das zeige ich euch gleich. Jetzt raschelt es einmal, ohne dass ich hier zu laut bin. Und zwar bekommt ihr da super günstig Aufbewahrungsboxen. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich habe da auch schon größere so Kisten mitgenommen, um Sachen zu sortieren, die ihr verschließen könnt, so durchsichtige. Aber was sie wirklich für sehr guten Preis haben, sind diese Körbchen. Die haben keine 2 Euro gekostet. Ich habe einmal die in der Farbe Weiß mitgenommen. Das sind die Kurva Terrazzo-Boxen. Ich musste auch zweimal zum Action, weil beim ersten Mal waren die alle weg. Da hat wohl eine Kundin vorher alles abgeräumt, was da ist. Die habe ich mir gedacht, da kann man natürlich super gut auch so Unterwäsche und Socken aufbewahren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es organisieren werde, aber ich habe schon eine Idee. Und die fand ich richtig, richtig schön. Auch die Größe ist sehr cool. Da könnt ihr natürlich auch alles andere drin aufbewahren. Und die sind auch nicht ganz so steif, finde ich. Das fand ich sehr gut. Haben ein Füllvolumen von 4,5 Liter. Sind auch sich gerade aus recyceltem Plastik. Ich gucke gleich mal, ob ich meinen Kassenbon finde, ihr Lieben. Dann sage ich euch, was die genau gekostet haben. Auf jeden Fall haben die nur, ich glaube, um die 2 Euro gekostet. Also das ist echt ein mega Preis. So günstig bekommt ihr die nicht mal beim Teddy. Auf jeden Fall habe ich davon ganze 5 Stück mitgenommen.
Ja, die hatten ganz viele da auch in Grau und in Schwarz, je nachdem, wie ihr es bei euch gerne haben möchtet. Ich fand die jetzt in Weiß super und ich hätte auch gerne etwas größere in Weiß gehabt. Die gab es jetzt leider nicht. Deswegen habe ich den hier in Hellgrau mitgenommen. Der ist ein bisschen größer, wie ihr seht. Und da will ich auf jeden Fall auch so meine Hosen reintun, habe ich gedacht. Da gibt es ja verschiedene so Organize-Systeme, wie man das machen kann. Ich gucke auch super gerne solche Videos, wo man Sachen organisiert. Und fand ich richtig cool. Das ist jetzt ein etwas größerer Korb. Der hat unter 3 Euro gekostet. Ich glaube 2,97 Euro oder 87. Hat ein Füllvolumen von 11 Liter. Und fand ich auch richtig gut. Hätte ich auch gerne in Weiß mitgenommen. Wie gesagt, gab es jetzt nur in Grau und in Schwarz. Deswegen, ich werde mal gucken, wie ich das Ganze so organisiere. Ich denke mir mal, dass ich demnächst nochmal hin muss. Aber ja, auf jeden Fall bekommt ihr diese Kisten sehr cool beim Action. Und vielen lieben Dank an die liebe Alina, falls du mein Video schauen solltest. Ja, sie hat uns da, glaube ich, ganz, ganz viel, mich und ganz viele andere auch inspiriert, was das angeht. Das ist das, wie gesagt, was ich im Bereich so Aufbewahrung mitgenommen habe. Ich habe natürlich auch noch eine pralle Tüte mit anderen Sachen. Also ich habe um die 50 Euro ausgegeben, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber dafür habe ich auch gute Sachen bekommen. Die Aufbewahrungskisten, den Pool habe ich mitgenommen. Ich habe auch ein paar Sachen im Bereich Deko mitgenommen, zeige ich euch auch gleich. Es tut mir echt leid, ihr Lieben, dass ich zwischendurch an die Nase fassen muss. Aber durch den Heuschnupfen, ich kann euch echt sagen, das ist dieses Jahr wirklich nicht schön. Auf jeden Fall mache ich gerne weiter mit ein paar Sachen aus dem Bereich Haushalt, ihr Lieben. Dann durfte auch das eine oder andere mit. Zum einen, wir haben zwar welche, aber die sind nicht flexibel. Und da habe ich die gesehen, diese Ice Cube Maker. Das ist richtig cool, weil die sind aus Silikon. Ich habe zwei so Verpackungen, aber die sind bei mir nicht aus Silikon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das super praktisch, weil die könnt ihr dann hier unten einfach rausdrücken. Und das Coole ist, wenn ihr die einfüllen wollt, dann könnt ihr einfach das hier hochschieben und dann könnt ihr die quasi befüllen, die Kammern. Und dann immer wieder frisch befüllen für frische Eiswürfel, war nur 99 Cent, war super günstig. Ich habe überlegt, ob ich mir noch ein paar davon mitnehme. Ich wollte es erstmal ausprobieren. Gab es in vielen verschiedenen Farben. Ich musste natürlich den in Pink mitnehmen. Dann habe ich, weil wir jetzt auch immer mal wieder mit den Kindern unterwegs sind, es fangen die Ferien an und auch wenn ihr Schwimmfahrt oder so, ich habe immer so ein paar kleine Kleinigkeiten dabei, Snacks dabei. Ihr wisst selber, wie teuer das ist, wenn ihr ins Freibad geht. Unsere Freibäder sind hier echt teuer geworden. Mit Essen, mit Trinken. Klar, man holt sich da mal ein bisschen was und so, das ist auch klar, aber für so Snacks, für Obst, für so Knabbersachen, für Nüsse und dergleichen finde ich halt einfach Aufbewahrungsboxen super. Und ich habe zwar viele Boxen, muss ich dazu sagen, aber meine sind alle relativ groß, eher so für Butterbrote geeignet. Und ich fand jetzt diese kleinen ganz cool. Die haben auch nur, ich glaube, 59 Cent gekostet. Ich hatte mir von unserem Hollandurlaub eine große Box von diesen Coverboxen mitgenommen. Mit so einem Zwischenteil, fand ich auch richtig cool. Habe jetzt aber von denen nochmal welche mitgenommen. Ich dachte mir, das ist super praktisch. Gibt es in diesen wunderschönen Farben. Ich habe einen Grau, einen so einen Mint und einen Rosa mitgenommen, so einen Altrosa. Fand ich ganz cool. 0,4 ist da das Volumen. Und hier könnt ihr die einfach ganz easy öffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt jetzt so Wasser, also ja, dass wenn ihr was Flüssiges einfüllt, das weiß ich jetzt nicht. Aber für so Obst oder wie gesagt, kleinere Snacks, für so Gemüsesticks fand ich die sehr cool. Und die kann man halt stapeln, wenn ihr die in der gleichen Größe mitnimmt. Ja, fand ich richtig cool. Deswegen durfte dann für quasi die Freizeit auch noch das mit. Dann habe ich was mitgenommen, das war im Angebot, als ich da war. Und zwar bekommt ihr natürlich auch super schönes Geschirr dort. Ich möchte demnächst auch mein quasi tägliches Geschirr wechseln, aber so hundertprozentig das, was mir gefällt, habe ich noch nicht gefunden, was das angeht. Was ich jetzt aber mitgenommen habe, ist, weil wir auch natürlich aktuell wegen den Temperaturen auch gerne mal auf der Terrasse sitzen. Und da gibt es natürlich auch super cooles so Kunststoffgeschirr, was man halt auch, wenn es mal genau runterfällt, wo es nicht so schlimm ist. Und da habe ich mir diese Teller mitgenommen. Das war so in verschiedenen Farben gab es das. Das gab es auch nochmal in als Becherform und ich habe auch die Schüsselchen dazu mitgenommen. Die gab es in drei verschiedenen Farben, in Grau, ich glaube das eine war so Mintfarben und dann einmal dieses Rosé, fand ich eigentlich ganz schön, deswegen habe ich die mitgenommen, jeweils viermal. Die haben auch, ich glaube, unter 1 Euro gekostet. Sind einfach, genau, ich weiß jetzt nicht, was für eine Größe das ist, aber ich würde sagen, das ist so eine schöne Größe. Ist auf jeden Fall, fühlt sich auch stabil an. Ich werde mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Das, was immer für mich wichtig ist, dass es auch spülmaschinenfest ist. Ist es sich gerade? Ja, genau.
Ist auf jeden Fall spülmaschinenfest und steht auch drauf, vor dem ersten Gebrauch gründlich waschen. Mache ich ja sowieso. Also einmal durften da diese Teller mit für den Außenbereich und oder auch für drinnen. Ne? Die könnt ihr natürlich auch für so viel zu Hause nutzen, aber ich fand das für die Terrasse oder für den Garten ganz schön. Und was ich noch mitgenommen habe, ist dann das gleiche einmal so als Schälchen für so kleine Knabbereien oder Snacks. Ja, die fand ich auch richtig schön. Leider gab es in der Farbe keine Gläser mehr, sonst hätte ich auch die Gläser gerne mitgenommen. Da gab es halt nur die grauen und die grünlichen, aber das wollte ich jetzt nicht mixen. Ja, werde ich aber demnächst nochmal schauen. Vielleicht bekomme ich die demnächst noch und würde mir die dann auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Dann, ihr Lieben, habe ich noch was mitgenommen im Bereich Deko. Es ist nicht viel geworden, aber das war, als ich da war, auch im Angebot. Und ich hätte da gerne auch mehr von mitgenommen. Die waren super günstig. 1,42 Euro haben die nur gekostet. Und zwar sind das einmal diese, ich glaube, Rattan. Ist das nicht so, dass man das so nennt? Auf jeden Fall sind das diese Teelichthalter. Ich hätte gerne mehr mitgenommen, weil das Problem war, die hatten so verschiedene Designs. Und da war ein anderes Design, was ich noch schöner fand. Aber ich wollte schon, dass die stimmig sind, dass die halt gleich aussehen. Und das war das einzige Modell, was es im gleichen Design gab. Deswegen habe ich die zweimal mitgenommen. Fand ich richtig schön. Die habe ich mir gedacht, sind auch was für die Terrasse, für abends, wenn man mal den Abend ausklingen lassen möchte. Und gerade weil es abends auch noch so warm ist. 1,42 Euro ist wirklich super günstig. Und ich finde auch, dass die richtig schön sind. Die gab es auch in so einem Naturton. Ich habe mich jetzt für die in Weiß entschieden. Wie gesagt, kann man auch im Wohnzimmer natürlich benutzen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich die für die Terrasse nutzen werde. Dann habe ich noch was mitgenommen für den Außenbereich. Die sind ein Nichtraucherhaushalt. Da bin ich auch ganz froh drum. Es ist jetzt nicht so, also muss ich wirklich so sagen, jedem seins. Ich will jetzt hier auch keinen angreifen oder so. Muss ihr ja natürlich für sich selber wissen. Als Ex-Raucherin kann ich das bestätigen, dass es gar nicht so einfach ist. Aber wir sind wie gesagt rauchfrei. Aber natürlich haben wir auch Gäste, die rauchen. Und da habe ich jetzt einfach gedacht, anstatt diesen normalen Sturmaschenbecher, den ich sonst auch mal draußen habe, nehme ich nochmal so einen kleinen Aschenbecher mit. Den kann man auch ein bisschen einfacher reinigen dann. Und den fand ich richtig süß mit diesem kleinen T-Shirt drin. Gab es auch in verschiedenen Designs. Aber den fand ich auch richtig schön, deswegen durfte der dann einmal mit. Der ist auch nicht wirklich groß, aber so für den Außenbereich einmal ein neuer Aschenbecher. Dann habe ich mitgenommen einen Eisportionierer. Ich hatte mal früher einen, aber ich finde, die gehen irgendwann so schnell kaputt und man kriegt die nicht mehr so richtig gereinigt. Gerade diesen hinteren Bereich, das setzt sich alles so ein bisschen fest. Ich habe jetzt einfach mal den mitgenommen. Der hat nur 1 Euro gekostet, also 99 Cent gekostet. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den einmal mit. Wobei, den muss ich sagen, mehr so Stieleis kaufen oder halt Hörncheneis. Aber wenn man schon mal Cremeeis hat, dann kann man das damit ein bisschen besser portionieren. Dann habe ich was mitgenommen im Bereich Fotografie oder Fotos. Die haben da einfach so schöne Bilderrahmen. Ihr seht hier in meinem Hintergrund auch die Bilder, die habe ich auch vom Action. Und ich habe jetzt bei mir im Wohnzimmer gestrichen. Dann möchte mir da auch eine Fotowand machen, also jetzt nicht mit Fotos, sondern so eine Bilderwand. Und dann möchte ich so verschiedene Größen, ein großes, ein kleines, so im Mix mir kaufen. Ich weiß noch nicht so genau, welche Farben ich dann nehme, aber die haben da super günstig Bilder. Müsst ihr wirklich mal schauen, wenn ihr da auf der Suche seid. Und was die wirklich auch sehr günstig haben, sind Fotoalben. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es wirklich so, seitdem wir alle Handys haben, mache ich viel weniger Bilder und also gerade auch von meinen Kindern und entwickle auch fast gar keine mehr. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, auf jeden Fall mal Fotos von meinem Handy quasi ausdrucken zu lassen beim Rossmann oder beim DM. Und dann werde ich die wieder in so Alben reinmachen. Und die fand ich ganz, ganz süß, weil, wie gesagt, ich habe ja zwei Jungs und ich wollte jetzt nichts mitnehmen, was irgendwie so ein Rosa oder so ist. Einmal hier so eins mit Mond und Stern, das fand ich ganz schön. Eigentlich ganz klassisch, ist jetzt nichts Tolles, aber also jetzt so Hochwertiges. Aber für das, was ich vorhabe, reicht es völlig aus. Die war noch relativ günstig. Ich gucke gleich mal, ob ich den Kasten morgen finde. Ich hatte den eigentlich aufbewahrt. Ich schaue gleich nochmal. Dann kann ich euch das sagen, was die gekostet haben. Und fand ich richtig schön, diesen Petrolgrün, würde ich sagen. Und das hier ist in so einem richtig schönen Mintgrün auch. Und dann Lovely Memories steht drauf. Hinten ist auch nochmal so ein kleines Herzchen. Ist das gleiche vom Format. Und auch das durfte dann mit. Wie gesagt, das werde ich mir jetzt mal, wenn ich Urlaub habe, mein Ruhe annehmen und dann mal ein paar Fotos gestalten. Bevor ich gleich weitermache mit Beauty, mache ich weiter noch mit Sachen aus dem Bereich Food. Ach, ich habe auch noch was im Bereich Haushalt. So, ich kann euch mal direkt sagen, was die Fotoalben gekostet haben. Habe ich direkt gefunden. 1,99 Euro haben die gekostet. Genau, das ist wirklich völlig in Ordnung. Und da mache ich auch gerne weiter mit etwas aus dem Bereich Haushalt, was ich noch habe. Und zwar habe ich mein Wäscheparfüm nochmal mitgenommen, nachgekauft.
Das liebe ich, ihr Lieben. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem sehr lang anhaltenden Duft, kann ich euch den sehr, sehr empfehlen. Da gibt es zwei Sorten beim Action. Und zwar habe ich ja die Duftrichtung Spring wieder mitgenommen. Mag ich total gerne. Deswegen durfte das auch direkt zweimal mit. 2,25 Euro ist wirklich super günstig. Ich mag natürlich auch gerne diese Lenore-Perlen. Und auch, also es gibt da so vieles, was man mittlerweile benutzen kann. Aber die mag ich am allerliebsten, weil der Duft super lang anhaltend ist. Dann habe ich auch noch was im Bereich Food mitgenommen. Gar nicht viele lieben. Es war auch so warm an dem Tag. Gerade diese ganzen Schoki-Sachen habe ich einfach nicht mitgenommen, weil ich die auch nicht im Auto dann dahin schmelzen lassen wollte. Was aber mit durfte, ist zweimal dieser Peanut-Riegel, diese Karamellbar. Das ist so wie Mr. Tom, nur halt im günstig. Die sind wirklich relativ günstig. Wobei, ich muss sagen, einiges ist auch Action teurer geworden. Ich gucke mal gerade, was die gekostet haben. Aber ich glaube, der war auch relativ günstig, dieser Snack. Ja, wenn ich den finde. Mittlerweile sehe ich das auch nicht mehr so richtig. Snacks, Aschenbecher. Also, auf jeden Fall weiß ich, dass der keine Euro gekostet hat. Genau, 45 Cent. Mega günstig, kann man echt nicht sagen. Und die schmecken auch richtig lecker. Also muss ich wirklich sagen, ich esse den super gerne. Dann durfte auch noch zweimal der Durstlöscher mit. Und der hat früher nur 48 Cent gekostet. Der kostet mittlerweile auch, glaube ich, 68. Ist immer noch super günstig vom Preis, weil, wie gesagt, 59 Cent. Oh, das ist okay. Also es ist ungefähr 10 Cent teurer geworden. Und ja, ist dafür aber auch ein halber Liter, was man nicht vergessen darf. Die haben super viele Sorten dort. Ich kaufe die im Action super gerne und überall anders sind die noch teurer. Deswegen könnt ihr da beim Action die auf jeden Fall für einen sehr günstigen Preis bekommen. Dann habe ich natürlich auch einige Sachen im Bereich Beauty mitgenommen, ihr Lieben. Und über zwei Sachen habe ich mich mega gefreut. Das erste, was ich euch gerne zeigen möchte, was ich aber auch super schön fand, waren Masken. Und ich habe bei ganz vielen Mädels auf Insta und auch hier auf YouTube gesehen, dass es so Regenbogen Under Eye Pads gab. Die hätte ich super gern gehabt. Gab es bei uns nicht, waren ausverkauft. Und auch die normalen Cucumber, also die mit Gurkenextrakt, gab es bei uns auch nicht, weil im Moment durch die Allergie und den starken Heuschnupfen, meine Augen, die sind so heftig geschwollen, immer morgens vor allen Dingen, aber auch abends, dass ich da ohne Pads am Tag gar nicht mehr auskomme. Also ich muss die immer morgens auflegen. Manchmal mache ich das sogar abends, damit es ein bisschen abschwellt. Auf jeden Fall habe ich da nichts gefunden. Was ich auch mitgenommen habe, ist, was ich gefunden habe, die fand ich so süß. Es gab von Disney, von quasi Ariel, The Little Mermaid, diese Face Sheet Masken, Moisturizing und genau, mit Watermelon steht hier. Und die haben so ein Muscheldesign. Die fand ich so süß. Sie sehen richtig schön aus. 99 Cent haben die gekostet. Dann habe ich noch eine mitgenommen und die hat so ein bisschen, ja, so Meeressachen drauf. So Muschel und so eine, genau, Meerjungfrauflosse und so gleichen. Das ist dann einmal die. Da steht auch das gleiche drauf. Also ich denke mal, dass die ja vom Wirkstoff her ähnlich sind. Dass sie halt einfach nur ein anderes Design haben. Zwei Stück habe ich davon mitgenommen. 99 Cent. Ja, diese Disney-Masken bekommt ihr da super schöne. Bekommt ihr auf jeden Fall immer richtig schöne beim Action. Die haben sehr viele Disney-Sachen dort, finde ich. Dann, worüber ich mich mega gefreut habe, ist zum einen dieses Produkt. Und ich weiß nicht, ob ihr so eine Matte habt. Ich hatte sie bis jetzt nicht. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich die da entdeckt habe. Die hat auch nur 1,44 Euro gekostet. Mega günstig. Und zwar ist es eine Heat Resistant Styling Tool Matte. Und zwar könnt ihr da drauf euren Lockenstab oder euer Glätteisen ablegen. Das ist so eine hitzebeständige Matte. Hier könnt ihr einmal das Design da unten sehen. Die ist auch gar nicht so klein, finde ich. Und da steht auch drauf, es ist hier hinten auf jeden Fall auch erklärt, wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und euch die Haare gemacht habt und euren Lockenstab oder so einpacken wollt und der ist noch warm, dann könnt ihr das Ganze da drum rumwickeln und dann halt in die Tasche packen, ohne dass es die Hitze abgibt. Fand ich richtig cool. Gab es in Schwarz und in Pink. Ich habe natürlich Pink mitgenommen. Richtig cooles Tool. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil wie gesagt, sowas hatte ich bis jetzt noch nicht. Und ja, wenn ihr da auf der Suche seid, fahrt zum Action, da gibt es sowas aktuell. Dann habe ich etwas mitgenommen. Ich habe euch gerade schon erwähnt, Schwellungen, gerade jetzt, wenn es zu warm ist, wenn man allergisch reagiert. Aber natürlich haben wir auch oft das so, gerade wenn ihr Wassereinlagerungen habt im Gesicht oder so. Und viele Kosmetikerinnen arbeiten da mit diesen, ja, wie nennt man die? Cooling Facial Massage Stick. Das ist hier wie so eine, ich mache mal einen auf und zeige euch das. Auf jeden Fall gab es die dort und ich zeige euch mal, was die gekostet haben. Ich wollte mir die schon online bestellen. Ich weiß auch, dass es die mal in der Drogerie gab, aber einen einzelnen nur.
Und wenn ihr da auf der Suche seid, ich weiß, dass das viele Kosmetikerinnen nämlich auch anwenden. Genau, kühlender Massagestick fürs Gesicht. Super günstig, 1,39 Euro haben die gekostet. Die müsst ihr, glaube ich, irgendwie für eine halbe Stunde, bevor ihr die benutzen wollt, in den Kühlschrank legen, damit die ja gekühlt sind dann. Und dann könnt ihr die auch schon rausnehmen. So sieht das Ganze dann einmal aus. Einmal so. Ja. Das fühlt sich auch nicht gut an und dann könnt ihr damit entlang halt an den Partien, wo ihr so ein bisschen für Kühlung sorgen wollt, auch natürlich, wenn ihr Rötung oder so wie ich habt, an den Wangen. Ja, auf jeden Fall ein cooles Beauty-Tool, steht auch drauf, High-Quality-Glas. Ja, bei 1,39 Euro erwarte ich jetzt natürlich nicht viel, aber ich dachte mir jetzt gerade, wo es so warm ist, wo ich durch die Allergie auch mit so Schwellungen kämpfe, fand ich das ein super cooles Tool. Deswegen durfte das auch mit. Und da hatten die bei uns auch ganz, ganz viele. Wenn ihr da auf der Suche seid, da bekommt ihr die auf jeden Fall beim Action. Und das hat mir auf jeden Fall mehr auch sehr gefallen. Durfte dann mit einziehen. Ich habe sonst nichts anderes mitgenommen beim Action. Aber ihr seht, das ist einiges geworden. Und ich werde auch bestimmt in den nächsten Wochen mal wieder hinflitzen. Gerade jetzt im Sommer bekommt ihr da auch super cool so Sachen wie Strandtaschen, Flipflops, Sonnenhüte und Sonnenbrillen. Also wirklich alles, was man so benötigt für den Garten, für den Haushalt. Das ist einfach ein cooler Laden, ne? Das wisst ihr ja. Ja, ich hoffe, dass euch mein Action-Haul gefallen hat. Denn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was so eure letzten quasi Einkäufe waren beim Action. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und schaue ich beim nächsten Mal mal. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.